bekommen. Wenn Mann. Du dann einen hohen Sockel hast, hat er ja mehr als der Helm, den wir aktuell anhaben. Würdest du das Schild behalten? Ich bin mir nicht sicher gerade. Was willst du mit einem Schild? Ich fühle mich sicher damit. Okay, dann zieh ein Schild an. Nein. Also. Ja, das hörst du an, als wäre es blöd, wenn ich ein Schild anziehen würde. Kannst du ja machen, ist das egal. Du rennst eh von den Gegnern weg. Ja, das ist ja auch sinnvoll. Oh, hast du gesehen, der hat mich weggeschossen. Bin ich weggerannt. Hier, mach das mal. Ist vielleicht auch ein bisschen interessant für jemanden, der den PC-Version oder die Upload noch nicht gespielt hat, dass jede Gruppe, also so eine besondere Gruppe, in blau oder gelb, unterschiedliche Fähigkeiten haben, die random generiert werden, aus einem bestimmten Pool halt, was es sein kann. Gucken wir mal, ich glaube, hier ist da noch ein bisschen was, oder? Da oben kann man noch rumgehen. Es gibt halt da unterschiedliche Sachen, wie den Rücksturz halt eben, oder dieses Vieren, was wir vorher gesehen haben. Gibt noch so Feuer und reflektiert Schaden und EP-Schrein. Das haben wir jetzt in Erfahrungsboost. Ja. Für die nächsten, ich glaube, 2 Minuten hält er. Dann müssen wir uns beeilen hier, ne? Ja, das sollten jetzt rausgehen hier auf jeden Fall. Ja. Das läuft aber ganz gut. Halbe Stunde gespielt ungefähr und noch keiner tot. Ja, ich habe das anders erwartet. Ja, weil die haben es auch. Ja. Aber es ist ja noch kein wirklich schwerer Gegner vom Himmel gefallen, ja. Ich glaube, die beiden auch gar nicht funktioniert. Bin ich schon nicht so sicher. Ha! Ich bin einmal ein Reinkick, ey, ist so geil. Da oben sind blaue. Ja, gut. Brauchen wir gleich nicht was. Da werden wir sie mal an. Das sind Explodierer. Ja. Hören Sie mal auf. Gut ist halt, dass sie auch, wenn die explodieren, sich seinen eigenen Leuten auch Schaden macht. Oh, ein blauer Bogen, der schlechter ist als meine Armbrust. Applaus, Applaus. Wir gehen nach Haus. Für den Klaus, ja. Jetzt hast du mal einen draufgesetzt, hier, aber der war nicht so gut. Ohne Scheiße, ey. Oh Mann. Ey, ich hab voll die vielen. Ich war die ganze Zeit schon doch, dass wer der Erste ist, der stirbt, ne? Ihr könnt ja gerne mal in die Comments reinposten, was ihr denkt, wer der Erste stirbt, ja. Der mit der dicken Tasche, Mann. Was hast du da gelootet? Das ist doch Schweinerei. Alter, jetzt dauert der. Vor allem habe ich zwei Sachen einfach mal angelegt automatisch, weil ich schon nicht mal irgendwas auf dem Platz hatte. Ja? Was willst du damit sagen? Dass du alles hier weg, Ninja. Ich stehe ja hier vorne auch immer. Guck mal, ich muss eine Leiche prügeln, damit ich überhaupt irgendwas bekomme. Da ist noch immer was rausgekommen. Ja toll, den wollte ich gerade umhauen. Und dafür habe ich das Geld immerhin. Ja, genau. Kapow! Oh Mann, oh Mann. Monk ist der geilste, Mann. Viel besser als Dr. Haus. Ich bin echt gespannt, wo und wann der Erste stirbt. Ob wir es wirklich beide schaffen. Ist das doof oder was? Nee, halt, das ist gerade der Spannende und der Anreiz. Ich sag dir genau, wann wir sterben. Wir spielen bis Inferno. Ne? Mhm. Bis Inferno. Bis Inferno Diablo. Doch, ohne Scheiß. Bis Inferno Diablo und sterben bei 1%. Nee, niemals. Doch, ohne Scheiß. Ich bin mir sicher, dass einer von uns im normalen Modus. Na gut, vielleicht im Alpha-Modus. Ich bin sicher, weil wir viel zu früh hingehen werden, weil wir es nicht abwarten können. Ja. Hier sind noch Kerle, Mann, die sind ganz wild. Die sind schon ohne Beine hinter uns her. Oh, hier ist ein Schrein. Leichtfüßig, das ist der beste Schrein überhaupt. Da hat man erhöht das Bewegungsgeschwindigkeit. Da bringt uns noch gar nicht so viel, weil wir eh alles bekämpfen. Ja, und? Kommt so schnell von Gegner zu Gegner, hallo? Ja, okay, das ist schon ein bisschen. Ah, super, ihr lauft mal schon weiter. Ich habe hier noch einen Gegner, den kannst du umhauen. Soll. Da oben ist noch einer. Ne, ich hab hier unten alles voll. Und dann nicht weiterlaufen. Sehr gut, sehr gut. Ich komm schon. Keine Angst. Wow! Schon klar. Verwirrt. Irgendwie habe ich noch gar keinen Schaden bekommen, glaube ich. Ja, wollen wir nicht schwerer spielen? Nee. Schnell. Das hier ist keine Demo-Partie. Oh Mann. Wir sterben schon früh genug. Alter, will ich hier einfach mal die Kratzsteine kaputt werden. Tollen Respekt vor den Toten. Absolut. Oh, eine Kiste. Wie ist das aufheben konnte. Haha, ich schon.
um Schrein. So, den haben wir aber schon, oder? Ne, ist abgelaufen, denke ich. Leicht, die Zeit haben wir dann mal. Götter hatten wir noch. Den habe ich neu geholt. Ja. Oder ich bin weggeportet worden, bevor es passiert ist. Ich hoffe es. Aber man nett, Mann. Ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Ah! Ist weggelaufen. Feigling ist das. So was wird normal bestraft. Sind schon Level 7, ne? Ja. Geht ruckzuck irgendwie. Grisch ruckzuck. Aber wir sind auch schon so langsam in Richtung, ja, wobei sind wir eigentlich noch wir gar müssen nicht ja dann noch in den Keller wir und müssen so. Ja überall noch hin. Ja. Sind ja noch überhaupt nicht in der Nähe. Toll, Mann. Super. Ich wollte vorhin schon anfummeln. Ging da unten ist noch ein bisschen was offen. Okay. Du. Wo ist er? Wo ist irgendwas, ja? Nix los hier. Da ist was. Kapau. Einfach mal ein Zwisch. Kein Ding. Ah, hier kommt sie. Wie du voll viel mehr EP hast als ich irgendwie. Ja, ich bin ja auch krass. Das check schon nicht. Ich bin krass, hab ich gesagt. Ein Scheiß. Vielleicht habe ich einfach bessere Skills. Mehr Blutscheiß, ja. So. Bluten gibt ja keine EP. Na klar. Blüte haben so wie Nebel, aber die teilen sich, denke ich. Denke ich auch. Ja, krass. Du bist einfach nur halt irgendwie. Vielleicht, weißt du warum? Du warst tot, ne? Nee, war ich nett, du Depp. Ganz ehrlich, nicht mehr da. Nee, du wärst so Gegenstandsbonus, Gegenstandszerstörbonus oder sowas gehabt dann. Wie Gegenstandszerstörbonus? Das gibt's ja, wenn du genug Gegenstände zerstörst, kriegst du einen Bonus-EP. Aber ich hab doch keinen Gegenstand. Ach so, du meinst so. Grabsteine und Grabenzähne als Gegenstände. Das kann natürlich sein, ich hau überall drauf. Ich gehe davon aus, dass es deswegen ist. Kann schon sein. Hier, stirb mal. So, jetzt müssen wir hier in so eine Gruft rein. Hier ist auf jeden Fall eine offen, haben wir eben schon gesehen. Okay, ich ne? Hier schon. Ich laufe hier einfach hinterher. Sag ich jetzt nichts dazu. Na, unten ist immer besser. Ja, warum? Darum. Macht doch gar keinen Sinn. Na klar. Ja, argumentier mal. Warum? Hier ist nicht das Ding, wo es weitergeht. Ja, toll. Hast schon recht, das ist in dem Fall jetzt Hardcore-mäßig besser auf jeden Fall. Da muss man nicht loben gestraft werden. Denn es ist absolut random, wo es ist. Mach mal da das Ding auf, das sieht gut aus. Mhm. Wenn du mir das Gold auf den Junker hast. Ey, wie der dir hinterher gerannt ist, ne? Nicht da gegen die so eine Kiste erschießt irgendwie. Kannst du halt nicht ziehen. So. Ist ja gut, dass man einen Pfeil hat, wo man hinläuft, ne? Mhm. Als ob der gar keinen schon dahin kommen wird. Ich werde halt über alles. Klar, meine Aufgabe hier. Pass auf, der explodiert. Das ist ein Sterben. Ich bin doch nicht gestorben. Noch nicht. Ja, werde ich schon nicht. Ja. Inferno-Modus von Diablo. Weil ich irgendwo anders hinkommen muss. Ich hab voll Angst bekommen, jedenfalls. Das ist so gut, der denkt, der kriegt Angst, der. Blaust er raus. Was hab ich? Ne, nur eine Scheiße bekommen, Mann. Und du hast da was Geiles bekommen. Wo denn? Weniger DPS. Dann tschüss. Oh, EP-Bonus. Ja, brauchst du doch halt. Also als. Definitiv brauchst du das als Fernkämpfer. Ja. Guck mal, ich kämpfe hier oben gegen einen und du da oben gegen fünf oder so. Ja. Genau, falsch rum. Nö, also du bist ja hier weitergelaufen. Wie sie alle umgetreten haben, Mann. Pau! Mhm. So, so war's jetzt. Warme Geschichte. Ich hab Zeug. Ich ne. Pow! Was seid ihr denn hier für welche? Zombie-Dinger. Entweder Gespenster oder Zombie. Eins und beiden. Aber eigentlich ausweichen tue ich gar nicht so viel. Nee, man muss, wie gesagt, das ist ja kein wirklicher Bonus, sondern kannst du einfach ganz normal weglaufen. Du kannst irgendwie abschießen, nicht nett. Schlecht und so. Wie war das mit dem Zielen eben? Was meinst du? Ja, ich soll besser zielen, kannst du auch besser zielen, damit du sie triffst.
Mach ich doch die ganze Zeit. Ich renn da hin und dann mal. Gehst da hin und drückst X zum Looten. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, das ist der. Wir müssen da unten rum. Tatsache. Ich glaube aber, dass das eh das letzte ist. Weiter laufen. Genau. Ich glaube, das ist eh das, wo es weitergeht auch. Meinst du? Ich schätze schon. Ja, ein bisschen uncool. Ja, ein bisschen uncool. Allerdings. Wie der so unentschlossen rumläuft, ne? So, greif ich jetzt an oder nicht? Aber ist ja andererseits auch nur ein Skelett. Nee, geht's weiter. Geht weiter, ne? Egal. Geh rein. Können die anderen ja immer noch machen. Ja, können die ersten Session ja damit beenden, dass wir beim Skelettkönig sterben. So als Beispiel machen. Oh, warte mal. Ich hab doch irgendwo ein Schild, oder? Verwirren geben die nicht. Ich muss aufpassen, wenn er abgeht. Der macht jetzt mal Schaden. Auf normaler, im Normalmodus habe ich einen Barbar gespielt und da hat er mich mit zwei Schlägen. Jetzt bin ich da reingefuddings, ne? Hat er die Items da liegen lassen, ne? Können wir wieder zurück? Nein. Und eine leichte Armbrust. Perfekt, perfekt. Toll, jetzt hast du alles gelootet. Nichts, was da kaputt gegangen. Ja, lass mich wieder schön Scheiß mal anziehen. Hast du denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja. So, wo ist er denn da? Gut. Ja, mit dem Barbar gespielt und da hat er mich mit zwei Hits kaputt gehauen, der Kerl eben. Und ich war auch Level 6 oder sowas. Schon, der Unterschied ist schon heftig mit den 2-3 Monsterstärken. Tja, ist auch Item-wise. Wenn du ein gutes Item hast, kannst du ja auch ein höheres Monster-Level spielen. Ja, klar. Letztendlich. Also zumindest besser als Scheiße. Ja, Kapau! Mit 10 zum weggeflogen. Wollte ich mal irgendwie ein AOE oder sowas? Ja, was noch? Ja. Ich kann schon aus der Entfernung kämpfen. Diesen Kugelblitz oder sowas gibt's doch da, glaube ich. Das? Nein, ich werde nicht erlauben. Wie du den einfach offscreen tötest, ne? Du hast dagegen? Nee, aber ich meine nur. Wo ist der, dass er da rumsteht? Ja, tolle Wurst. Das ist doch geil. Das ist der Hammer. Kopfhauer. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das früher als PC gemacht hätte. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hab's ja gar nicht drauf angelegt. Ja, ich hab's auch so. Oh Mann. So, jetzt haben wir den Stadtportal bekommen. Damit können wir direkt in die Stadt porteln. Deshalb ging das vorher nicht. Ich hab gedacht, ich kann dich trollen, es ging auch nicht. Nee. Gehen wir jetzt lieber Sachen verkaufen, würde ich sagen, oder? Sachen verkaufen? Ja, dann können wir den anderen nämlich auch skillen, ne? Was soll ich denn verkaufen? Weiß ich noch nicht. Wieder der gelbe Sachen verkauft. Der gute Kerl. Ja, das ist ein bisschen umständlich, muss ich sagen, das Verkaufen. Weil man wirklich jedes Ausrüstungsding extra anwählen muss, um die Sachen verkaufen zu können. Ich finde, das Radialmenü ist auch nicht so treffsicher, wenn man noch nicht dran gewöhnt ist. Ja, das stimmt. Ja, das verkaufe ich sicherheitshalber mal. Sicherheitshalber? Ja, ist so. Dann sage ich auch noch. Verkaufen. Das bisschen, was ich sammeln durfte. Ich finde, du hast ganz schön viel. Oder? Vor allem hast du fast oder mehr Geld als ich, glaube ich, ne? Also ich habe keine 7000. Ja, das, ich gehe davon. Ja, hier, ich weiß, mit dem da so, ne? Ja, müssen wir reden. Was denn da jetzt? Jetzt schlägt er den Amboss. Da ist eine Krone drauf, die tut er repariert. Die wir gerade aus der Kuft geholt haben. Das ist die Krone. Leorix' Krone war das. Quest beendet. Damit hat sich jetzt auch der Schmied freigeschaltet. Man muss sagen, das ist auch ein bisschen anders als in der PC-Version. Und zwar, vielleicht ist es schon aufgefallen, in der PC-Version gab es ja diese Folianten und Seiten und Kram. Aber auch nicht im ersten Akt und im ersten normalen. Ich weiß nicht, ob es im ersten Akt das auch gab. Das gab es später erst. Bin auf jeden Fall musste man aber dem Schmied zum Skillen Seiten und sowas aber geben, um es weiter hoch zu leveln. Und das ist hier auf jeden Fall nicht so. Man kann einfach hingehen und Sachen, also neue Rezepte lernen. Und dadurch erhöht sich die Erfahrungsstufe von dem Schmied und er geht automatisch nach 5 gelernten Rezepten in die Stufe 2 über. Ist natürlich ganz cool, sollte man wohl machen, aber wie ihr gesehen habt, das hat mich jetzt 5000 Gold gekostet
Und ja, das war alles, was wir bisher erspielt haben, so ziemlich.